Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe gerade einen Keks gegessen. Tut mir leid. Kekse. Ja, achso, wir lassen das gleich weiterlaufen. Ich habe aber tatsächlich schon wieder vergessen, was wir gemacht werden. Wir haben irgendwie Upgrades gemacht, ne? Und zwar bei den Masons. Und, ja, weil der Steinflow halt so wichtig ist. Wir werden hier noch Kupfer und die Mine upgraden. Und die Schmitten, wollte ich gerade sagen, die Schmieden. Hier hinten dürfen wir auch noch Dings upgraden können. Und natürlich hier die Iron-Dingens. Den da. Es wird hier viel upgegradet. Nur noch Upgrades hier, Freunde. Das geht überhaupt nicht. Aber das muss sein. Das muss einfach sein. Hier drüben können wir noch ein Kupfer-Dings reinpacken. So, die Minen sind schon upgegradet. Und wenn wir hier noch mehr bei Goldflow, ne? Oder Eisen, Silber-Goldflow. Und wir wollten uns irgendwann mal nach unten buddeln. Ja. Damit wir auch mal Eisen handeln können, ne? Und nicht immer so ein Penalty-Dingsbums kriegen. Ja, jetzt warten wir wieder auf Geld. Ne? Obwohl das ja eigentlich gar nicht sein kann, weil Geld müssten wir eigentlich genug haben. Aber ich sehe schon, wo das Problem liegt. Und zwar stapelt sich ja also einiges. Die Leute können hier nicht mehr arbeiten, weil es wird nicht genug transportiert. Das heißt, uns fehlen tatsächlich wieder die Porter. Gut, der eine, den wir hier hingesetzt haben, war ein bisschen wenig. Die anderen hatten wir schon ausgebaut, ne? Das heißt, wir müssen das jetzt schon ein bisschen ändern, indem wir hier vielleicht 1, 2, dann setzen wir hier nochmal 3 Stück rein und hoffen, dass das gut geht. Ich glaube, wir kommen auch mit 2 Arbeiten, kommen wir ganz gut zurecht, weil so schnell können wir noch nicht wirklich was bauen. Du willst 16 Copper Ores haben, die habe ich zufällig und ich krieg dafür 36. Nee, du willst 18. Krieg das Doppelte raus. Sind das die, also. Handeln können die Orks nicht, oder? Kannst doch schön übers Ohr hauen, die Orks. Die kannst du schön übers Ohr hauen. Okay. Ochse. Ochse schlagen. Okay, bis hierher. Ich glaube, wir buddeln hier auch gleich noch bis hierher. Ach, weil ich ein alter Mann bin und das vergesse. Bisher läuft das gut. Hier hinten. Ja, das bleibt dann halt so. Ne? Sonst hätte ich hier noch ein Fahrstudium bauen müssen. Das ist alles nur, das kostet alles nur. Was willst du? Copper Armor? Wisst ihr was? Die habe ich sogar. Und dafür kriege ich Fleisch. So, sehr schön. Die sind ja fertig mit Boden. Das heißt, wir können hier einen hinsetzen. Hier. Und dann warten wir auf Geld. Nee, warten wir nicht mehr. Dann haben wir 3 Läufer mehr. Also theoretisch könnte ich hier eigentlich auch noch 2 Läufer hinsetzen. Einfach weil ich es kann. Aber vielleicht, wir hatten mal den Plan, dass wir noch. Ich fürchte langsam, dass wir mit der Nahrung nicht mehr klarkommen. Also wir hatten den Plan, dass wir noch mal so eine schöne Nahrungskette hier hinsetzen könnten. Hier kommen wir nicht weit, weil er schon wieder zu ist. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Wir können aber noch einen Chef hier runtersetzen. Und dann bauen wir das einfach hier drüben auf. Ziehen das bis hierher, weil die 2 Stückchen brauchen wir ja nicht. Also buddeln hier bis hierher. Den können wir bis hierher buddeln. Das Stück ist für uns unbrauchbar, leider. Es sei denn, da ist noch irgendwas versteckt, aber wir brauchen keine Steine. Den Rest sehen wir ja so. Jetzt hier mal vorsichtshalber noch 2 hin. Hier gibt es natürlich Steine, aber soll uns jetzt erstmal nicht stören. Nahrungskette würde ich dann nochmal hinsetzen. Das heißt, eine Pidgeoy. Hi, danke für die Copper Ore. Dann den Fleischer, den Butcher, den Metzger. Und eine Kitchen setzen wir einfach direkt hier drunter. Sehr schön. Und vielleicht setzen wir hier noch eine Dining Room hin. Dann haben wir alles beisammen. Sehr schön. Dann können wir mal gucken. Das Ding ist komplett. Hatten wir noch hier. Den können wir uns einmal leisten. Den können wir uns zweimal leisten. Dreimal. Perfekt. Und damit der Futterflow, ne, damit der gegeben ist. Ich bin jetzt voll im Element irgendwie. Werden wir hier diesen Flow noch ein bisschen ausbauen. Ich hätte ganz gerne hier diesen
bitte, Geld. Hallo? Die ganzen verdammten Silberminen sind komplett ausgebaut. Ah, warte, ich habe eine Idee. Ein Lager finden vielleicht noch fehlen. Ein Storeroom. Das passt doch hundertprozentig hier in die Ecke rein. Sehr, sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Manchmal. Du willst 18 Steine haben, die kannst du kriegen. Was krieg ich denn dafür? Dafür kriege ich 36 zurück. Ich sag euch, die können nicht handeln. Orks können einfach nicht handeln. Das ist nicht mein Volk. Das kann gar nicht mein Volk sein. Copper-Ohr, Copper-Ingot. Okay, die Schmelze hat ein Problem. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Schmelze. Die könnten wir eigentlich direkt hier daneben hinsetzen. Indem wir hier einfach aufbuddeln. So, ich möchte aber gerne, dass die hier auch komplett... Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie sieht das hier drüben aus? Stillstand. Okay, die kriegen jetzt auch einfach nichts mehr geliefert, ne? Aber die sind alle nur am Flitzen, oder? Ich glaube, ich sollte hier noch einen hinsetzen. Das ist so ein Knotenpunkt, würde ich sagen. Das könnte irgendwann mal problematisch werden. Wenn das nicht schon problematisch ist. Ich glaube, ich komme bis hier runter komme ich. Das sollten wir vielleicht gleich mal machen. Einfach damit es später keine Schwierigkeiten gibt. Sollten wir hier eine Verbindung knüpfen. Dann können wir das hier auch zumachen oder aufmachen. Natürlich hier. Tut mir leid, aber ich... Okay, der Weg ist jetzt gegeben. Haben wir da jetzt ein bisschen für Entlastung gesorgt? Es hört sich nicht so an. Es hört sich einfach nicht so an. Irgendwie sinkt doch die Nahrung, oder? Warum sinkt denn die Nahrung eigentlich? Wir haben doch hier... Wir haben zu wenig. Wir haben immer noch zu wenig Leute, die transportieren. Ist das euer Ernst? Die Fahrstühle rasten doch schon aus. Die sind doch komplett broken. Iron Ores, ja, das, wir arbeiten. Das ist der nächste Punkt, woran wir arbeiten werden, die Iron Ores. Aber hier ist noch Silber, das hätte ich auch ganz gerne. Hier ist noch mehr Kupfer. Eine Schmelze wollten wir noch bauen. Wir wollten noch eine Schmelze bauen. Die packen wir aber so hin, dass wir hier den Elevator noch haben. Ist dieses auch nochmal Silber? Habe ich gar nicht gewusst, dass hier überall Silber ist, Freunde. Ja, Start Trading. Was haben wir denn hier? Guck mal, wir können hier ein paar Schwerter verkaufen. So, genau, haben wir hier genau 50. Wir haben ein bisschen Iron Ore, aber das ist ja nicht besonders viel wert, sehe ich gerade. Das ist nicht so gut. Steine können wir auch verkaufen, aber die sind auch nicht so viel wert. Machen wir auf 1000 runter. Wir brauchen einfach ein bisschen Geld. Wir holen uns ein bisschen Geld. Ich habe aber das Gefühl, dass unser Fleisch, unser Essen, unser Food, dass das langsam aber sicher runtergeht. Kann mich natürlich auch irren, aber das ist so die Vermutung, die ich habe. Wie hoch müssen wir denn? Noch eins höher. Wie hoch kommen wir insgesamt? Wie weit geht's nach oben? Okay, höher geht's nicht mehr. Bin zu nah zum Boden. Das heißt, bis hierher könnten wir tatsächlich, ich sag mal, Verwaltungsräume setzen. Okay, da kommen wir auch nicht mehr durch. Und das mache ich jetzt tatsächlich bloß aus Spaß und der Freude. Oh, schade, das Silber und... Obwohl, nee, die sind beide gegeben. Die verliere ich gar nicht. Theoretisch, ist das geil gerade.
Pin hier einfach durchziehen. Okay, Silber gibt es also tatsächlich auch in den oberen Bereichen. Hier lohnt es sich nicht. 1, 2, 3, 1, 2. Wow, okay, das war ein Fehler, egal. Wir machen jetzt hier einfach alles offen. Einfach damit die Arbeiter was zu tun haben. Obwohl wir ja eigentlich nach unten buddeln wollten, Knorke. Du wolltest nach unten. Was machst du jetzt? Ja, ich... Ah, guck mal, wir haben nochmal Wax bekommen. Hier gibt es nochmal Silber. Das ist gut für unseren Goldflow. Und wir buddeln hier einfach alles auf. So, ab jetzt könnte es allerdings Schwierigkeit geben mit den Arbeitern. Und da war jetzt der Fehler, den ich gemacht habe. Ich hätte mich darum zuerst kümmern sollen. Dass ich noch einen Bulldoze-Room irgendwo hinsetze. Wie zum Beispiel hier. Der kommt jetzt natürlich erst zum Schluss dran. Ich kann hier leider keine Prioritäten setzen. Wir können aber den anderen Bulldoze-Room, welcher sich hier befindet, den können wir nochmal upgraden, oder? Ja. Den Dining Room können wir auch upgraden. Warum habe ich das noch nicht gemacht? Ja, wir haben noch kein Iron. Wir arbeiten dran. Puh. Diese Schmelze habe ich immer noch nicht gebaut, ne? Ich bin so gut. Wir haben auch keine Ingots mehr. Das heißt, 21 Pigs. Warum? Was wollt ihr denn mit Schweinen? Ah, wir haben wieder Nahrung. Haben wir die jetzt als Belohnung bekommen, Nahrung? Nee, ne? Nee. So, Fahrstühle sind fertig. Ich glaube... Ich setze hier gleich mal noch welche rein. Okay, die sind aber... Hier drüben sind auch fertig. Das ist sehr schön. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall noch zwei weitere Arbeiter rumlaufen. Wenn ich geduldig bin, sogar drei. Wisst ihr was? Ich setze einfach noch einen rein. Wir setzen einfach noch hier einen rein. Einen Builder. Und das heißt, wir werden danach auf jeden Fall drei Stück haben, die für uns arbeiten. Wir können jetzt hier eigentlich schon wieder anfangen, die restlichen Löcher hier zu buddeln. Dann wird das hier alles... Ob wir die jemals brauchen werden, kann ich nicht sagen. Okay, warte, das war Blödsinn, nicht die nach... Nee, egal. Jetzt rennt er dreimal zum Fahrstuhl hin. Er buddelt, rennt zum Fahrstuhl, fährt eine Stufe höher. Buddelt wieder und macht das gleiche nochmal. Das war einfach dumm. Beziehungsweise, mein Geld ist alle. Uiuiuiui, und so schnell geht die Kohle hier flöten. Na guck, wir haben hier so viel Silber nochmal gefunden. Das ist gar nicht mal so schlimm, finde ich. Ich mache das Ding jetzt hier oben noch zu. Eigentlich... Ne, hier drüben nicht weiter. Müsste, ne, eigentlich noch hier. Ja, deine Picks kannst du vergessen, die kriegst du nicht. Meine Fresse, ey. Okay, nahrungstechnisch sieht es eigentlich wieder gut aus, sehe ich. Ja, das Gold fließt... Langsam, aber sicher. Stein gibt es hier oben viel. Stein gibt es hier scheinbar recht viel. Aber ich bin eher auf das Silber. Und unten gibt es ja noch, weiß ich, es gibt noch Emerald und es gibt auch Gold. Gold gibt es, genau. Emerald und noch irgendein Zeugs, was nur dafür zuständig ist, Geld zu machen. Komm, noch ein. Yippie. So. Jetzt haben die hier schön zu tun. Was? 19 Gold? Na komm, allein für die Reputation. Wo ich immer noch nicht weiß, ob ich die jemals brauchen werde. Sehr schön. So, nun guckt euch das an. Jetzt, ne? Wir haben jetzt gleich ein paar mehr Arbeiter. Ich glaube, die sind gerade dabei, die Arbeiter irgendwo hinzusetzen. Und abzugraden. Da ganz rechts. Sehen wir unsere Jungs? Ich musste gerade einen Schluck trinken, tut mir leid. Hier sind immer noch zwei. Wollte ich die erstmal fertig machen lassen, oder was? Haben wir hier unten nicht irgendwas?
Ah, hier. Es ist noch nicht gebaut. Eins, zwei und hier das Upgrade. Aber es ist schon auf jeden Fall schon mal viel, viel Action hier los. Ah, hier. Hier ist das Upgrade. Da bullen sich unsere Leute gerade hin. Ja, kommt. Ja, macht eure eigenen Schweine. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt wird hier schön frech und flott gebaut. Jetzt müssten wir eigentlich 4 oder 5 sogar haben. Ja, guck, da läuft's. Hier haben wir, genau, der 5. kommt erst noch. So, jetzt geht das natürlich alles sehr, 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 sehr viel schneller. Das ist sehr gut. So, dann kümmern wir uns mal um die wichtigen Sachen. Nämlich um das Silber. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es würde genau passen. Das heißt, das wäre schon ganz clever, wenn wir hier auch abzählen. Wir machen jetzt das Ganze nur mit den Silberminen. Einfach, weil die die einzigen sind, die uns im Moment das Geld bringen. Und, oh, verdammt. Einen Smelter wollte ich noch hinsetzen. Den können wir gleich. Können wir eigentlich direkt hierher setzen. Direkt neben das Kupferzeug. Kommt, wir machen jetzt auch das Kupfer fertig. Ist ja auch. Passt das ja auch genau? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee, es passt nicht genau. Also wäre es ja hier quasi fast schon egal. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel Kupfer herstellen. Ich will eigentlich, dass die Silberminen hier fertig werden. Oder die, nicht die Minen, aber die, ihr wisst schon. Damit das dann schon langsam mal hier seinen Flow kriegt. Und natürlich hier den Smelter. 18 Fuß. 144 Fuß haben wir. Ja, ja, natürlich. Komm, hier, Christo. Dicke. Weiß nicht, ob das so clever ist, dass wir uns eine Schmelze noch gesetzt haben. Weil wir haben 400 Ohre. Vielleicht sollten wir doch noch eine zweite Schmelze hinsetzen. Die wir dann natürlich upgraden werden. Aber das dauert halt noch einen Moment. Auch wenn wir jetzt 5 Mann haben. Was wir aber tun können, ist, wir können die gleich mal upgraden. Wo sind denn die Jungs? Die, was? Jetzt kommst du mir natürlich ins Haus. Das ist natürlich völlig klar. Ich möchte heute, glaube ich, nichts weiter. Wir sind inzwischen so weit, dass wir uns total selbst versorgen können. Habe ich hier drin noch nicht noch einen? Genau, da kommen noch mal 2 neue Arbeiter. Wenn die Dinge abgegradet werden. Dann haben wir insgesamt 7. Wenn wir die Upgrades noch drin haben, dann haben wir tatsächlich 9. Ich glaube, so viel hatte ich in meinem ersten Spielstand nicht. Okay, Upgrades wird gemacht. Das heißt, die sind soweit fertig. Dann machen wir hier das Upgrade noch bitte. Dann können wir hier die Schmelze hier upgraden. Das hört sich echt grausam an, oder? Hier die Silberminen. Die Schmelzen werden nochmal abgegradet. Und hier oben müssen wir noch Silberminen hinpflanzen. Und zwar passend. 2, 3, hierher. 1, 2, 3, nein, direkt so. Das heißt, der kommt hierher. Das muss schon alles genau gemacht werden, ja? Aber ganz, ganz genau. So, die Schmelze können wir nochmal upgraden. Die können wir auch nochmal upgraden. Damit ist alles bestens. Alles bestens. Wir können auch unsere Schweinefarm nochmal upgraden. Aber wir brauchen nicht so viel Nahrung. Das einzig Gute ist, wir haben offensichtlich unendlich Lagerkapazität. Das ist auf jeden Fall schon mal positiv. Steine machen wir auf jeden Fall auch genug. Dass der Workflow ist da gegeben. Die Schmelzen arbeiten hart, aber immer noch zu langsam offensichtlich. Ja, das ist der Dining Room, oder? Den machen wir auf Level 2. Hat mir nicht noch irgendwo einen Schlafplatz hier drüben eingerichtet? Ist das der oder ist das der Originale? Haben wir nicht noch irgendwo einen Schlafplatz eingerichtet? Hier. Machen wir gleich noch ein Upgrade. Aber die Ingots, die
werden nicht mehr. Wo jetzt schon extra zwei weitere Schmelzen hingesetzt haben. Das kann jetzt natürlich sein. Lass mal kurz gucken. Ich finde mich nicht, immer nicht zurecht, wo die verdammten... Achso, Meats. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich nicht genug Futter. Entschuldigung, wo habe ich die Schmelzen hingesetzt? Ich bin gerade ein bisschen blöd und verwirrt. Wo sind meine Schmelzen? Mr. Mason? Silber? Warte mal, wie sieht denn meine Schmelze aus? Das ist meine Schmelze? Ne, Kupfermine. Ruft Query. Das ist tatsächlich der Bug, dass ich meine Schmelzen upgrade und daraus werden Kupferminen. Ich glaube, das war ja mal eine Schmelze, oder? Ich habe jetzt keine Schmelze mehr, glaube ich. Jedenfalls sehe ich meine Schmelze gerade nicht. Okay, das würde ich kurz beobachten. Ich glaube, dann haben wir hier einen Bug, der doch schon ein Gamebreaker sein dürfte. Wir bauen hier mal die Schmelze auf. Das ist jetzt der normale Schmelzer. Da machen wir jetzt ein Upgrade draus. Jetzt haben wir ihn improved. Dingsbums. Ja, ja, das ist jetzt egal. Und den machen wir jetzt nochmal ein Upgrade zum Advanced. Das hat funktioniert. Das Schlimme ist, ich kann dir nochmal upgraden. Zum Smelter Level. Was? Nein, jetzt lass mich nochmal. Wir testen hier gerade Sachen. Mein Spiel. Und dadurch wird es. Advanced Copper Smelter. Der hat gerade ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen. Upgrade to Advanced Smelter. Ja, okay. Aber wir haben jetzt einen Schmelzer, aber wir haben doch noch mehrere gehabt. Wo sind die anderen alle hin? Ich kann mich entsinnen, dass ich ein ähnliches Problem bereits hatte. Dass ich irgendeinen einen Raum upgraden konnte, der dann aber zu einem anderen Raum geworden ist. Und das war natürlich ein bisschen... So, wir sind aber auf jeden Fall über der Zeit. Wir werden das mal noch ein bisschen beobachten. Ich habe... definitiv wird aber weiterhin die Armor geschmiedet. Obwohl wir offensichtlich keine Schmelze mehr da hatten. Ich habe keine Ahnung, was da... wieso das ist. Aber ist egal. Weit über den 20 Minuten. Ich danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, Knuddelfaktor könnt ihr erhöhen, indem ihr einfach auf den Daumen nach oben drückt oder mir Liebesbotschaften schickt und vor allen Dingen abonniert. Orkische Grüße von Captain Knorke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.